Die Lebensmittel wurden immer knapper. Der sogenannte Steckrübenwinter 1916 auf 1917 zeigte an, dass der General Hunger in den Kampf gegen Deutschland eingetreten war. Auch der Kaiser musste den Gürtel enger schnallen, sich wenigstens auf für die Öffentlichkeit bestimmten Fotos mit Feldküchenrationen begnügen. Sein Hofzug war feldgrau angestrichen worden und er trug die feldgraue Uniform seiner Soldaten. Wie die Farbe war seine Stimmung, die immer düsterer wurde. Erst recht, als am 6. April 1917 die Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutschen Reich den Krieg erklärten. Die ganze Nacht habe ihn der Gedanke gequält, bekannte Wilhelm, Deutschland in einen Krieg mit Amerika verwickelt zu haben. Daran trug er, wie bei so vielem, eine Mitschuld. Die Hauptschuldigen jedoch saßen in der obersten Heeresleitung und im Admiralstab. Sie hatten ihm die Anordnung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges abverlangt und damit den unmittelbaren Anlass zum Kriegseintritt der USA geliefert. Vergebens hatte Bethmann Hollweg auf diese Konsequenz hingewiesen. Der Kaiser neigte zur Ansicht des Kanzlers. Aber Hindenburg und Ludendorff, die bei Abweisung ihres Wunsches mit Rücktritt gedroht hatten, setzten sich wieder einmal durch. Nach 6 Monaten wäre England ausgehungert, behaupteten sie, bevor noch amerikanische Truppen an der Westfront eingesetzt werden könnten. Eine gewaltige Fehleinschätzung. Bereits Anfang Juli 1917 landeten die ersten amerikanischen Truppen in Europa und griffen an der Seite der Franzosen und Engländer in die Kämpfe ein. Die Militärs und auch Wilhelm aber träumten weiter von einem Siegfrieden. Noch am 19. April 1917, die deutsche Niederlage war nur noch eine Frage der Zeit, forderte der Monarch Malta, die Azoren, Madeira, die Kapverdischen Inseln, den belgischen Kongo und das französische Erzbecken von Brie-l'Envie.